Jo, 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 guten Morgen, guten Abend, was wir auch haben, wenn ihr das hier seht. Ja, was verlange ich unter anderem von unserer Gesellschaft, von unserer Regierung? Ich verlange nur ganz humane und menschliche Sachen. Ja. Wie gesagt, ich gehe auch erst wieder wählen, wenn eine soziale Partei da oben steht, die sich für Menschliches und Soziales auch wirklich einbringt und einsetzt. Das heißt auch eben dort in Deutschland anzusetzen, wo die Probleme am stärksten sind. Das ist im Moment die Altersarmut, ja, wo die Leute in die Rente gehen und dann an Armut leiden. Zum anderen aber auch eben, ja, dass Behinderte mehr anerkannt werden müssen. Und ja, dass man auch anderes besser versteht. Ja. Dass man eben auch versteht, was ist richtig, was ist falsch wieder. Und was ist wichtig in dieser Gesellschaft, was ist wichtig zu fördern. Soziale Aspekte gehören hier rein, wirklich soziale Bildung und Verstand. Eben auch Sachlichkeit und Fakten. Nicht die ganzen Hin- und Her-Verdrehungen und Gelaber, was teilweise gerade momentan in der Gesellschaft und auch in der Politik durchgezogen wird. Wie gesagt, ich wähle erst wieder eine Partei, wenn eine soziale Partei auch besteht, die sich für menschliche, soziale und humane Anliegen auch einsetzt hier in Deutschland. Eben auch mehr einsetzt für die Deutschen als eben deutsche Partei dann funktioniert. Ja, sowohl innenpolitisch eben für die Deutschen als auch dann außenpolitisch. Für unter anderem, ne, Unterstützung im Ausland oder eben auch Austausch, Kommunikation und ja, Handel, aber auch eben, wie gesagt, ist eben das Innere wichtig, ja, was ist hier mit den Deutschen, die hier leben? Und das sollte keine Regierung vergessen, ja. Wofür es eigentlich steht, für welches Land es eigentlich plädiert. Ich meine, bringen wir es mal ganz einfach auf den Punkt, ja. Was hier in Deutschland im Moment abgeht, ist, dass man alles reinlässt, ja, an Kriminalität, das habe ich schon alles angesprochen, an radikalen Islam und sonst was, was hier nicht reingehört. Ja, in Deutschland sollte auch mehr darauf achten, eben nicht zu viel reinzulassen, weil wir haben hier schon Probleme. Ja, es wird immer gesagt, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld für dies, wir haben kein Geld für das, wir haben kein Geld für jenes. Aber dann auf einmal, um Ausländer hier zu finanzieren, die hier teilweise dann auch einfach sich hinsetzen und sagen, ja, wir haben keinen Bock auf Arbeit. Also sie sagen das auch aus. Sie haben keinen Bock auf Arbeit, aber sie wollen das Geld kassieren. Und die lässt man dann hier rein und spricht davon, dass die hier leben sollen. Was hat das mit Integration zu tun alles? Wo integrieren sich diese Flüchtlinge, bitteschön, hier in Deutschland leben zu wollen, hier eine Heimat haben zu wollen, hier auch ihre Wurzeln zu verankern? Und dann sollen die nicht kommen, was ich auch Blödsinn finde, mit, sie haben ja noch ihr gelobtes Land, dann sollen sie in ihr gelobtes Land gehen. Dann haben sie hier in Deutschland nichts zu suchen. Ja, hier Deutschland, mein gelobtes Land, was habt ihr hier zu suchen, wenn ihr keinen habt, Verstand, keine Bildung mitbringt, sondern nur das Deutsche immer niederzwingt? Dann werden wir uns gegen euch erheben in diesem Leben, gegen euer blindes, falsches Streben, das hier eben Kriminelle und radikale Moslem von sich geben. Ja. Ihr habt es immer noch nicht verstanden. Ihr seid das Problem. Ja. Und die Deutschen hier, die sind dann am Weggucken, am Abnicken, wollen nichts aussagen. Ja. Am besten ihre Zeit mit hirnlosen Sachen verschwenden, anstatt eben sich Gedanken zur Politik zu machen oder auch zur Gesellschaftsebene, was dort abgeht. Ja, und das passiert schon viel zu lange. Wie gesagt, seit Jahrzehnten oder in dem Rahmen, ja, seit der Schulzeit bringe ich mich ein, bringen sich andere immer wieder auch sozial mit ein, dass wir soziale Aspekte auflegen, dass wir die Wahrheit auflegen und dass wir sagen, wir haben hier Probleme. Diese Gesellschaft will aber weggucken und schürt sogar Probleme, macht sogar noch Probleme, verhält sich dann selber teilweise rechts bis asozial. Ja,
ganz abgesehen eben ja von Blindheit pur, ja, die Augen verschließen, die Ohren verschließen und nichts mehr aussagen an vernünftigen Sachen. Ja, was die Leute groß können, ist dann irgendwo sich zusammenzuraufen und Parolen durch die Gegend brüllen. Ja, das sind dann die sowohl Rechtsradikalen wie auch Linksradikalen, welche aber auch keine Aspekte bringen, wie eben, dass es ihnen um den sozialen Bereich geht oder um soziale Werte. Also ich kann nur noch mal ganz klar hier sagen, einer vernünftigen Politik sollte es hier in Deutschland um soziale Aspekte geben, eben, dass wir nicht in totale Altersarmut fallen, ja, sondern dass man im hohen Alter gut leben kann. Genauso auch, dass man noch als betroffener, eingeschränkter oder kranker Mensch gut leben kann. Ja. Und dafür sind dann angeblich keine Geldmittel zur Verfügung, dass man das vernünftig bewerkstelligen kann. Ja. Leute, immer mehr Leute, die in Altersrente kommen, müssen auf der Straße nach Flaschen suchen, im Müll etc., um eben über die Runden zu kommen. Und eben auch kranke und eingeschränkte Menschen wie ich unter anderem werden die Wohnungen weggenommen, man schmeißt sie auf die Straße, man nimmt ihnen alles, was sie sich aufgebaut haben, nur weil sie anders sind. Ja, man macht sie kaputt. Und man gibt ihnen nicht mal ein Bett. Während eben dann, und das ist der andere Aspekt, eben hier Ausländer reingelassen werden, die finanziert werden, die Geld bekommen, ja, die Bett bekommen, die Unterkunft bekommen, etc., worum man sich nicht alles kümmert. Auf einmal sind da Gelder, unendlich viele Gelder da, ja, wo die Regierung sonst immer sagt, es ist kein Geld dafür, die Rente, es ist kein Geld dafür, die Kranken und die Behinderten, es ist kein Geld dafür, Schulbildung, es ist kein Geld dafür, dies, es ist kein Geld dafür, das. Ja, aber auf einmal kommt irgendwoher aus dem Nichts eine Menge Geld, dass man finanziert hier eben, dass hier eben auch Kriminales reinkommt. Und eben auch unter anderem radikale Islamen sich hier austoben können, die hier reinkommen, hier dann leben und dann sagen, scheiß Deutsche und wir bauen hier unseren Islam auf oder sowas. Gibt es, ja. Ich sage nicht, dass alle so sind, das sage ich hier auch nochmal, weil da muss man ja immer wieder darauf hinweisen, dass ich eben unter anderem was gegen den radikalen Islam habe und nicht gegen alle Islamisten oder Leute, die Moslem sind. Ja. Gibt da eben auch ganz verschiedene Leute und eben auch Leute, die in Ordnung sind und Leute, die Arschlöcher sind. Eben auch wie bei den Deutschen. Ja, und man darf nicht mehr viel ansprechen und das ist eine Schande. Ja. Ich trage für mich die deutsche Flagge voller Stolz im Herzen. Warum? Weil wir sehr viel soziale Aspekte haben. Ja, weil wir eine Vielfalt an Glaubensfreiheit haben, eine Vielfalt an Rechte haben, eben auch für Frauen, Kinder etc., auch für Männer, die gut sind, die Schutz geben, die eine Freiheit schützen, die Rechte schützen. Ja, und das kommt eben aus unseren sozialen Grundgesetzen auch, ja, aus unseren sozialen Richtlinien und Gesetzen. Und diese sind auch von der Verfassung mit geschützt, ja. Deshalb habe ich eben auch ein Problem mit den ganzen Leuten, die immer einfach nur blind gegen die Verfassung und Gesetze angehen hier und sagen, das ist alles scheiße und wir müssen das alles ändern, Paragraph ändern und sonst was. Wir leben hier in einem sozialen Miteinander. Ja, und das habt ihr noch nicht begriffen. Euer Problem ist eigentlich, dass ihr gegen das Soziale angehen wollt. Ja, mit Rechten oder eben asozialen Verhalten. Mit blinden Verhalten. Weghören, wegsehen, schweigen. Ja, aber dann blind Parolen schreien als Masse, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Ihr seid für mich nichts mehr als bescheuerte Idioten, ja. Die nichts im Kopf haben, außer Parolen zu schreien, weil ihr seid das, was ihr tut, nichts anderes, ja. Asozial und rechts. Nichts sozial, nichts mit Verstand und Bildung, nichts, was irgendwo für Menschlichkeit steht oder für eben soziale Aspekte hier in Deutschland. Ihr seid das, was ihr seid und was ihr tut und was ihr aussagt und das ist eben rechts bis asozial und nicht sozial, auch nicht menschlich. So. Und damit verabschiede ich mich, euer Lord Titan alias Sven Dank.